Weiter geht's in Valheim, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gestartet und wir stehen mit unserem Johnny hier in den Ebenen. Ich habe am Garten noch mal ein bisschen rumgebastelt. Die Gerste ist gesetzt, das haben wir ja gesehen. Ich habe hier mal noch ein kleines Fundament hingebaut und habe hier außenrum mal noch ein kleines bisschen geguckt, dass das ordentlich aussieht. Gefällt mir noch nicht so 1000%. Ich werden wir noch mal ran müssen, aber da haben wir ja noch genügend Zeit. So, was ist geplant? Da hinten auf diese Plattform soll dann übrigens die Mühle hin, wenn wir soweit sind. Und dann erstmal vielen lieben Dank für eure ganzen Tipps und Tricks wieder, für die ganzen Likes in den vergangenen Folgen. Vielen lieben Dank dafür. Es wurde sich auch zu einem Livestream geäußert. Finde ich eine geile Sache, habe ich auch vor. Wie gesagt, ihr wisst, ich nehme immer so ein bisschen im Voraus auf. Muss ich machen, weil ich sonst zeitlich einfach nicht hinkomme. Und so eine Session beinhaltet dann bei mir eben ein paar Folgen. Und da möchte ich natürlich schauen, dass wir da nicht so viel spoilern, wenn wir denn mal einen Livestream machen. Muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache. Vielleicht wird es auch so ausgehen, wenn wir dann so ziemlich ans Ende kommen, dieses Let's Plays, dass wir dann vielleicht mal noch den einen oder anderen Livestream machen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wenn ihr da Ideen zu habt, natürlich gerne unten in die Kommentare. Dann kann man die versuchen umzusetzen. So, was ich euch noch zeigen möchte, ich habe hier drüben einfach mal versucht, diese Lochse, die standen da so schön rum. Und dann sind die immer so ein bisschen rumgewandert und ich habe versucht, die einzusperren. Und bei einem hat es tatsächlich funktioniert. Den einen haben wir, der andere ist mir dann leider immer wieder entwischt. Guckt mal. Der hat auch schon Bären drin, ne? Der ist hier schwer am... Habe ich die Bären reingeworfen? Der ist hier schon schwer am Zähmen. Problem ist, wir haben halt nur einen dann. Müssen wir mal gucken, dass wir da noch einen zweiten reinkriegen. Also ihn würde ich gerne mal hier lassen. Und was der Plan für die heutige Folge ist, ist, dass wir uns hier mal ein kleines bisschen umschauen. Die Ebenen ein bisschen erkunden. Aber wir haben es ja schon wieder 13 Uhr. Das bedeutet, es ist ja dann schon bald wieder, wird es schon wieder dunkel. Deswegen würde ich gerne mal schauen. Haben wir denn noch von diesen Bären? Nee, aber wir haben hier, ach genau. Und ich war hier noch ein bisschen unterwegs. Seht ihr, das hatte ich jetzt euch fast unterschlagen. Wir haben nämlich Flachs gefunden, beziehungsweise ich habe Flachs gefunden. Ich bin hier so ein bisschen in der näheren Umgebung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war. Hier war das Dorf. Das muss hier so auf diesem Weg gewesen sein. War auf einmal eine Kiste und da lag Flachs drin. Und Flachs haben wir ja noch gar nicht. Wir haben hier nur Gerste. Und den Flachs würde ich natürlich gerne mal noch anbauen. Hier. Das ist anscheinend die zweite Geschichte, die man hier kriegen kann. Und dann würde ich den natürlich liebend gern mal hier noch hinstellen. Haben wir wenigstens vier Flachs noch. Gesund, gesund, gesund. Da bin ich sehr gespannt, was man mit Flachs macht. Ansonsten, unsere Gerste ist gesund, bis auf die da hinten. Benötigt mehr Platz zum Wachsen. Das war ein bisschen doof. Aber die lassen wir jetzt einfach mal, bis die Ernte hier abgeschlossen ist. Gut, Leute. Also, das ist der Plan. Wir gehen mal zurück. Und dann werden wir mal sehen, dass wir den Tag jetzt hier zu Ende bringen. Um dann die Ebenen ein bisschen zu entdecken. Bin gespannt, was es in den Ebenen noch gibt. Ich habe mal so ein kleines bisschen noch nachgelesen. Ihr hattet übrigens auch Tipps gegeben hier mit den Wölfen, dass man die mitnimmt. Ich weiß halt nicht, ob wir die Wölfe halt irgendwie... ihr habt immer geschrieben, ja, so 2-Sterne-Wölfe, die wären nur nachts unterwegs und so weiter. Da müsste man mal sehen. Das wäre allerdings vielleicht mal ein Thema für einen Livestream, dass wir uns hier mal so ein, 2-Sterne-Wölfe noch ranholen. Ansonsten weiß ich halt nicht, ob die Wölfe... Wir könnten es mal probieren. So, kommt mal mit, Jungs. Aber nur ihr zwei, bitte. Jetzt kommen sie nicht raus. Ich werde verrückt. Ich schiebe hier mal ein bisschen. Schieb, geh da weg. Machen die denn? Och, Jungs. Ich hätte gern die zwei Wölfe, dass die mitkommen. Ich möchte mich gern probieren. Sehr schön. Jetzt ist Chap auch draußen. Oh, wisst ihr was? Wir nehmen Chap mit. Wir haben ja dann noch zwei. Wir haben noch Chip und einen Wolf. So, jetzt können wir mal probieren, ob die halt mit teleporten. Ich glaube es aber eher nicht. Und dann haben wir das Problem, da müssten wir die eigentlich dann mit einem Schiff rüberbringen. An die Ebenen, dass die dann drüben sind, ne? Weil ich glaube jetzt nicht, dass die... Ne, die teleportieren nicht mit, Leute. Das ist schade.
Dann müssen wir die mit dem Schiff transportieren. Aber mit dem Schiff steht ja bei uns auch noch ein bisschen was auf dem Plan. Ja, super. Kommt, Jeep. Abbrechen. Ja, dann lassen wir die jetzt mal hier rumstronern. Das ist natürlich doof. Dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, wir müssen mal fix was essen. Sehr schön. Gut. Was haben wir ansonsten noch? Hier ist eigentlich soweit alles gekocht. Wir können mal von diesen Bären noch mitnehmen. Um da drüben unsere... Jetzt hier noch irgendwas zu tun? Nee, nee, eigentlich nicht. Wir sind jetzt momentan drüben in den Ebenen schwer beschäftigt. Wir haben ansonsten auch alles dabei. Wir haben Essen dabei. Das können wir drüben lagern. Wir haben diese Nadelpfeile dabei. Gucken wir mal. Das ist so der Plan. Ich hätte vielleicht den Tag noch abwarten sollen, bis wir dann schlafen gehen können. Sieht schon cool aus hier mit dem Nebel. Passt mal auf, lasst mal rübergehen zu unserem Loks und lasst mal gucken. Ich meine nämlich... Wir könnten hier wenigstens noch... Also wenn wir wenigstens einen Loks haben, ne, dann können wir den ja... dann nutzen zum... Ah ja, das funktioniert sehr geil. Bauen wir mal hier ran. Loxy Boy, ganz ruhig. Ich will dir hier nur Sachen reinwerfen, guck. Nein, tu es nicht. Loks, tu's nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Das wird kein gutes Ende nehmen. Komm, bleib ruhig. Bleib friedlich. Alles ist gut. Es passiert dir nichts. Nein, du sollst doch nicht. Jetzt hat er mir die... Du sollst hier nichts kaputt machen. Auch hier nicht. Au, Alter. Wenn er da mal zulangt, dann Prostmahlzeit. Ja, wir müssen hier weg. Der muss sich beruhigen. Ah, da wären auch so Bären gewesen. Nein, nein, du brichst da wer aus, ich will das nicht. Der andere auch noch. Shit. Moment. Ich sehe keine bleiben, blöden. Was ist mit dir jetzt? Hatte ich keine Ausdauer zum Schlagen. Komm her. Greif an. Boah, Alter. Und du kommst woher? Ja, du. Oh. Komm her. Aha. Ja, da lacht er. So, das war's für dich, Freund der Sonne. Sehr gut. So, und jetzt hätte ich gern den Loks hier mal noch gekillt. Weil gezähmt kriegen wir den eh nicht mehr. Was ist jetzt mit unserem anderen? Oh, der ist raus, ne? Shit, der ist ausgebrochen. Tja, dann wohl auf ein neues, Leute.
Ach Mist. Oder? Oder? Das sah eben so aus. Nee, der ist noch drin. Der ist noch drin. Und er hat sich beruhigt. Boah, aber es war knapp. So sieht er mich nicht, ne? Guck, so macht er gar nichts. Bloß wenn ich da hochsteig. Okay, aber Bären hat er jetzt genug drin. Das heißt, er sollte sich regenerieren. So, Leute, wir gehen jetzt fix schlafen. Ich möchte nämlich die Ebenen entdecken noch ein bisschen mit euch gemeinsam. Ja, unsere Hütte müssen wir natürlich auch noch fertig bauen, aber gut Ding will Weile haben. Ja, dann haben wir wenigstens einen Loks. Dann müssen wir gucken, dass wir noch einen zweiten kriegen. Du bist nass. Ja, das können wir doch ändern, indem wir uns hier fix trocknen. Wunderbar. Und dann mal abschlafen. Johnny träumt wieder wirres Zeug. So. Sehr schön. Haben wir denn noch alles? Ja, wir haben sogar noch einen Haufen Kram, was wir jetzt aktuell nicht brauchen. Das können wir in unsere Kiste legen. Das dazu, das dazu, das dazu. Hier haben wir noch unser Schlachtermesser, warum auch immer. Ich such's dann wieder bei den Schweinen, ne? Ich kenne mich. So, und wir hätten vielleicht auch mal unsere Waffen und sowas reparieren sollen. Das machen wir jetzt zuerst. Komm, die Zeit haben wir noch, dass wir fix nach Hause gehen. Reparieren den Kram. Und dann geht's los in die Ebenen. Na, Wolfies, euch geht's gut. Will's doch hoffen. Werkbank kam auch ein Hinweis, Leute. Vielen lieben Dank. Ich bin jetzt hier. Werde ich nicht mehr so viel an der Werkbank bzw. an den Zusätzen rumschrauben, weil das soll ja dann alles rüber in die andere Butze, ne? An unserem Spawnpunkt. Wenn die da mal soweit fertig ist, da soll ja dann der andere Kram hin. Deswegen, ich habe schon mitbekommen, dass da was fehlt an unserer Werkbank. Noch an Zusätzen. Aber das werden wir dann alles drüben schön aufbauen. So ist mal der grobe Plan. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. So. Ich habe mich auch hier richtig schön zugebaut, ne? Das müssen wir mal sehen, dass wir das hier noch... So. Hier hatte ich eigentlich einen schönen Weg gebaut. Da oben war das Dorf, was wir hatten. Wir gehen mal in die Richtung, Leute. Wir nehmen die Sache mal in die Hand, weil es wird wieder ein Todeskito kommen. Death Kitos, glaube ich, heißen sie. Ah, wer bist du denn? Freund der Sonne. Zack, jetzt einen mit dem Frost, ne? Dann ist hier Feierabend. So, und dann fällt mir noch ganz heiß ein, Leute, der Tipp mit der Wünschelrute. Ich habe ja gefragt, wo kriege ich denn... Da ist es doch wieder schon. Saufi. Wo kriege ich denn Eisen her anstelle dieser Krypten die ganze Zeit? Bei mir. Und da hattet ihr den Tipp, einfach mal mit der Wünschelrute in Richtung, oder durch den Sumpf laufen. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Das wäre natürlich geil, wenn es da auch solche Minen gäbe, ne, wie Silber, dass man dann da Eisenschrott findet. Vielen lieben Dank für den Tipp auf jeden Fall. Der ist sehr, sehr hilfreich. Den werden wir ausprobieren, definitiv. War mal ein Volltreffer. Oh, das ist sogar ein Ein-Sterne-Fulling. Na, Freund? Was geht ab? Und so ein totes Kito gleich noch platt gemacht. So, wir laufen mal hier hoch. Da sind wieder von den Bären. Die brauchen wir. Die sind übrigens auch richtig geil so zum
zwischendrin naschen, ne? Die haben ja richtig gute Werte. Ausdauer 40. Was? Wo? Da. Schnappi. Och, Junge. Hör doch auf, hier rumzulaufen, wie so Irrer. Das ist halt cool an dem Frost, ne? Der macht halt auch die Bewegungsblockade da rein. Da kriegst du es halt echt besser. Die Jungs hier. Weil die sonst immer so hektisch da rumrennen. So, was... Was ist das? Boah, was springt denn da? Was ist das? Das sind wie die Schleimlinge, oder? Oh, guck mal. Oh. Was ist das denn? Oh, die haben aber das Ding hier platt gemacht. Guck mal. Oh, was sind denn das für Viecher? Einfach versenkt, oder? Ist das ein düster Blob und die schießen? Oh shit. Alles klar, was war das? Hier? Schindeldach. Ach, geil. Dunkelholzpfosten, 2 Meter. Balken, Holzbalken. Wolfsverzierung, Rabenverzierung. Schwarzmetalltruhe. Oh, mega gut, Leute. Badezuber. Kriegen wir das von den Teilen hier? Das ist ja mega gut. Die plöppern da jetzt die ganze Zeit rum, oder was? Alter. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Ich glaube, ich brauche... Oh shit, ich glaube, ich gehe drauf. Gift geteert. Oh nein, Alter, die Dinger, das ist ja mal richtig übel. Das ist ja mal richtig übel mit den Dingern. Wenn die dich treffen, dann hast du halt echt verloren, ne? Weil die dich so langsam machen. Ist klar. Und jetzt los in der Hoffnung, dass wir es ohne Probleme darüber schaffen. Ach, ich habe auch wieder den Knochenwandsdings verpasst. Ne? Ich bin aber auch ein Held. Oh, da ist ein Loks. Das ist, glaube ich, der, den wir angegriffen haben beim letzten Mal. Wo sind wir denn? Da hinten sind wir gestorben. Oh, das ist mutig, was du jetzt wieder machst, Johnny, Alter. Das ist richtig mutig. Oh, da ist ein totes Gitter. Luft anhalten, Leute. Da oben sind die Plops wieder. Nur bis dahin schaffen. Dann ist alles cool. Ach, jetzt fühle ich mich schon besser. Die Dinge.
Okay. Dann können wir diesen Schandfleck gleich wieder wegmachen. Leichenlauf. Haben wir noch. Okay, also, wir wissen, wir kriegen da Teer. Wir wissen aber auch, wir müssen da echt aufpassen. Und dann sollst du vielleicht auch mal treffen. Oh shit, wir haben mal auch noch nichts gegessen. Z, V, B. Das war jetzt wieder ganz schlau. Gott, war das schlau, Kalle. Okay, Leute. Also wieder eine Folge. Die können wir eigentlich schon wieder wegschmeißen, aber. Ich hätte halt erstmal was essen sollen. Ah, aber machen wir jetzt anders, bevor wir jetzt unser Zeug holen. Wir gehen mal. Ich glaube, jetzt so langsam sollten wir halt echt anfangen mit den Tränken. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, so jetzt macht es echt Sinn, so Gifttränke und auch Ausdauertränke und sowas wirklich mitzunehmen. Und auch die Lebenstränke, weil das schon durchaus eine andere Hausnummer jetzt hier ist. So, und das heißt... Oh, da liegt ein Fisch. Das heißt, wir sollten erstmal gucken, was wir hier noch da haben. Aber dann geht auf jeden Fall die Woche so ein bisschen Ebenen erkunden. Steht dann auf jeden Fall auf dem Plan. So, wir haben hier diese... Köstlicher Met. Die nehmen wir mit und die Ausdauertränke nehmen wir mit. So, dann haben wir nämlich alles dabei. Und wenn ich jetzt... Bringt jetzt halt hier nicht viel, ne, weil wir halt überhaupt nicht ausgerüstet sind. Jetzt wieder unseren Kram holen und dann erstmal sammeln und nicht gleich wieder so wie ich eben. Das war halt richtig dumm. Ich denke mir, warum ist der schon wieder so außer Atem? Ja, kein Wunder. Man sollte halt erstmal drauf achten, ne? Laufen wieder da unten rum. Ich denke, das ist am geschicktesten. Weil da oben wieder diese Death Ketos rumfliegen. Und ungeschützt sind wir halt echt am Hintern. Diesmal nach Möglichkeit bitte mit keinem Plop anlegen. Zumindest nicht, bevor wir hier unseren Kram haben und wieder Energie getankt haben. So, wo war's denn? Nein! Danke. Der hat uns wieder... Nein! Wo bist du? Naja. Okay, jetzt kämpft er da drüben mit dem Moskito. Oh Gott, Leute. In Ordnung. So. Was kann denn dieses? Der Nektar der Göttlichen mit Gesundheit und Ausregeneration sind verringert. Checkt es halt nicht.
So, noch schon mal weg. Nicht so einfach zu kriegen, die Plopp-Dinger. Bleib hier! Ja, da oben war der nächste Fleck der Schande. Ich glaube fast, die richtige Taktik ist hier, so auf so einen Stein hoch und dann... Guck mal, da stehen Lochse, die legen sich jetzt bestimmt mit denen an. Daneben ist ein Dorf. Aber mit Glück haben, macht der da unten für uns alles platt. Problem ist halt, dass die irgendwann weglaufen, ne? Ach, der läuft in die Richtung. Komm, Lox, bleib hier. So, und ich glaube, der hat uns da unten, hat der andere uns tatsächlich alles weggeholt. Ist da noch was? Nö, haben wir alles, ne? So, jetzt nehmen wir mal die Pfeile. Fühlt sich jetzt... Na, da ist noch ein so ein Plopp, aber eins ist okay. Ich weiß halt nicht, ob ich das weggeblockt kriege. Wisst ihr, was ich meine? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Komm her, du Blob. Naja. Ich da rein, ohne dass ich sterbe? Ach ja. Steckt im Teer fest. Ach nee, kriege ich die Sachen... Ah, okay, geteert. Ah, okay, so langsam verstehe ich das. Jetzt steckt der Kram im Teer fest und ich kriege den da nicht raus. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Es ist jetzt, da ist so viel Teer drin, ich komme da nicht ran. Und kriege das nur über die Plöpp-Dinge. Teergrube ist es quasi. So, und da haben wir... Ich bin teerfest. Shit, ich krieg das nicht raus. Und da haben wir unser nächstes Dorf, Leute. Und wir haben 16:30. Das bedeutet für uns, wir gehen zurück und wir sehen uns zur nächsten Folge. Dann laufen wir nochmal hier rüber. Wie viel Teer haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt nur 3 Teer. Das ist natürlich die große Frage, wie kommen wir da an mehr Teer? Das werden wir ja brauchen.
Beziehungsweise, ja gut, ob wir jetzt ein Dach, ein Schieferndach und sowas gleich bauen, weiß ich nicht. Angucken möchte ich es mir auf jeden Fall. Aber dann würde ich sagen, ich laufe zurück. Da vorne ist schon unsere Hütte. Das ist ja Gott sei Dank ums Eck hier. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Dann geht's an der Stelle weiter. Ich werde die Nacht schlafen und dann werden wir uns da wieder herbegeben, wo wir jetzt hergekommen sind. An diese Teergrube. Und werden da mal schauen, was das Dorf nebendran macht. Vielleicht ist bis dahin auch unser Loks gezähmt. Den können wir ja reiten. Aber ihr habt ja gesehen, ne? So ganz alleine die Lokse, ohne dass da jetzt... Dass man jetzt sagt, die sind so brutal stark, die können da alleine durchrushen. Ist wohl leider auch nicht. Naja, wir werden sehen, wie das hier läuft. Ich darf mich bedanken bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch einen tollen Montag, Restmontag. Und wir sehen uns dann übermorgen zur nächsten Folge hier in Valheim mit unserem Johnny. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.